Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei MEC in Dortmund. Heute möchte ich euch ein bisschen was erzählen über die Unterbringung, den Transport und die Pflege eures Luftgewehrs. Das ist an vielen Stellen ein bisschen interessant, ein bisschen problematisch. Das sollte man wissen und kennen, damit nichts passiert und die Waffe im richtigen Moment einsatzbereit ist. Wir transportieren das Luftgewehr normalerweise in einem Hartschalenkoffer. Die werden mittlerweile mit der Waffe geliefert, sind von erstaunlich guter Qualität. So einen Koffer kann man auch nachkaufen. Es muss also nicht immer unbedingt das ganz teure Ding aus Amerika sein. Der ist einigermaßen leicht, stabil und verlässlich, zumindest bei der Reise mit dem Auto. So, den mache ich jetzt mal auf. Und finde da mein Gewehr. Das erste, was euch vielleicht auffällt, ist die Verpackung der Waffe hier in diesem Tuch. Das ist auch kein Zufall. Es ist einfach so, dass die Grundsubstanz dieses Waffenkoffers, dieses Schaumgummi hier, sich zwar hervorragend eignet, um irgendeinen Körper wie den deines Gewehrs gut festzuhalten, allerdings verliert dieses Material nach und nach an Partikeln. Das heißt, im Koffer befindet sich ein feiner Kunststoffstaub, den man nicht unbedingt an der Waffe, vor allen Dingen nicht im Lauf, im Absorber und schon gar nicht in der Visierung haben möchte. Deswegen empfehlen wir, die Verpackung der Waffe im Koffer mit einem einfachen Baumwolltuch, damit da nichts drankommt. Der zweite wichtige Satz, es empfiehlt sich, die Waffe mit geschlossenem Ladehebel zu verpacken. Würde ich das Ding so offen stehen lassen, vielleicht noch die Sicherheitsfahne einpacken, dann wäre das ein sehr empfindliches abstehendes Teil. Ideal also, wenn ihr die Waffe einpackt, schließen, abschießen und dann ist das Schloss entspannt und der Lauf, alle empfindlichen Teile sind geschlossen. So, nächstes Bild. Die größte Gefahr der Verschmutzung besteht normalerweise bei den Iris-Apparaturen. Da kann also leicht die Öffnung, speziell die Filter, vielleicht hat einer einen Duplex, das sind alles Teile, die Staub anziehen und schnell verschmutzen. Deswegen gibt es da nur eine vernünftige Lösung. Beim Transport und direkt nach dem Schießen werden die versiegelt, damit da nichts dran und reinkommt. Das gleiche hier vorne am Korntunnel, den kann man zwar notfalls leichter reinigen, aber die Dinger kosten nichts, die könnt ihr euch notfalls selber basteln oder sonst wo besorgen, aber besser als der Abbau des gesamten Diopters bei nach jedem Schießen oder gar das Aus- und Einschrauben der Iris ist tatsächlich nach unseren Erfahrungen die Einkapselung in diesen Schützern. So, mein Gewehr nehme ich jetzt aus dem Koffer und das ist ein wichtiger Hinweis von der Steffi, die bei uns auf die Waffen aufpasst. Man fasse das Gewehr niemals am Lauf an, weil man dann die Befestigung strapaziert und stresst. Also immer am Schaft anfassen, niemals am Lauf. Hier ist die Stelle, wo wir den Lauf auch öffnen. Wenn wir das Gewehr aus dem Koffer genommen haben
und es für Training oder Wettkampf vorbereiten, ist die erste gute Idee, dass wir es vernünftig ablegen. Das heißt, es besteht auf einem Tisch immer die Gefahr, dass es umkippt oder wackelt oder sonst irgendwie schwer zu handhaben ist. Ich habe hier diese Halterung, die passt in den Koffer, die wiegt nur 30, 40 Gramm. Ich packe da auch noch meine Utensilien wie Sicherheitsflagge und Reinigungszeug rein. Und jetzt habe ich die Waffe relativ sicher und gut zu handhaben vor mir. Die erste Prüfung würde jetzt normalerweise die Ladung der Kartusche betreffen. Da sollte man also immer 150, 180 Bar drauf haben. Ich nehme mal an, dass das jetzt hier der Fall ist. Und die zweite wichtige Geschichte, die man jedem Schützen ans Herz legen sollte, prüfe nach, ob die Kartusche wirklich fest eingedreht ist, damit sie nicht beim Schießen klappert, hinten oder vorne berührt und dann Ausreißer produziert. Wenn ich eine größere, längere Reise gemacht habe, 600 Kilometer Auto gefahren bin oder um die halbe Welt geflogen, würde ich jetzt alle Schrauben an diesem Gewehr prüfen. Das ist eine Menge, aber mit einem vernünftigen Werkzeug geht das relativ schnell. Einfach einmal anpacken, gucken, ob das fest ist. Betrifft vor allen Dingen auch die Halteschrauben, aber gerade auch im hinteren Bereich der Waffe, schafft Backe, Kappe, klappert es manchmal. Bitte prüft genau nach. Die Opta ist eine wichtige Geschichte. Prüft bitte nach, ob alles fest sitzt, dann müsst ihr euch nachher nicht ärgern. Die Reinigung des Luftgewehrs. Anders als beim Kleinkalibergewehr ist die Sauberhaltung des Laufes beim Luftgewehr nicht so problematisch. Während wir bei Feuerwaffen Rückstände von Blei, Explosionsschmauch, Rauch und Ähnlichem haben und entfernen müssen, regelmäßig eigentlich nach jedem Schießen, reicht beim Luftgewehr in der Regel das Putzen nach 500 Schüssen. Kann man sich gut merken, wenn die Dose leer ist, einmal durchputzen. Wer es doller treibt, kann auch alle 200 Schüsse oder nach jedem Schießen reinigen. Aber 500 Schuss einmal pro Dose ist normalerweise hinreichend Pflege für deinen Lauf. Bei der Frage nach der Reinigungsmethode sind wir hier im Hause nach vielen Erfahrungen ganz eindeutig zu dem System hier mit der Reinigungskordel und diesen Baumwollfäden gelangt. Das ist auf Dauer günstig, sauber und bringt keine ungewollten Nebeneffekte. Für das Reinigen bevorzugen wir diese wunderbare Methode mit der Reinigungskordel und der Schlaufe. Da werden diese Baumwollfäden eingeführt. Ich nehme jetzt mal hier 4, 5 Stück. Das ist eine gute Zahl, kann man sich merken. 5 Finger, 5 Fäden. Die führe ich jetzt hier durch die Schlaufe. Damit verdoppel ich dann eigentlich die Ladung und dann erhalte ich ein solches Reinigungspaket.
So, damit gehe ich jetzt zu meinem Lauf. Führe immer von hinten, ohne Frage, alles andere ist auch unbequem. Führe jetzt die Kordel hier in die Patronenkammer ein. Normalerweise kommt der vorne wieder raus. Jawohl, klappt. Jetzt passe ich ein bisschen auf, dass meine Dröselung hier ordentlich und sauber in das Patronenlager reinfährt. Und jetzt muss ich mit ein bisschen Kraft ziehen, um die Säuberung in Ruhe durch Felder und Züge zu ziehen. So, jetzt werfe ich einen Blick auf meinen Wischmopp, den ich hier durchgeführt habe. Der hier ist blitzsauber, weil ich vor kurzem erst gereinigt habe. Sehr häufig sieht man aber hier schon deutliche Bleiablagerungen, deutliche Verschmutzungen. Wir haben schon Gewehre erlebt, da war der Faden fast schwarz. Wenn da Bleirückstände noch sind, nennenswerte, kann ich hier einfach eine Einheit weiterrutschen und dann die gleiche Prozedur nochmal wiederholen. Das ist eigentlich alles, was man mit seinem Lauf tun sollte. Bitte niemals Reinigungsflüssigkeiten, irgendwelche Zaubermittel für Kakaoläufe, Ballistol oder ähnliches in den Lauf hineingeben. Nur trocken, nur mit diesen Baumwollfäden. Wir haben lange über diese Pads diskutiert. Ihr kennt die vielleicht, die Filztropfen führt man ein, schießt man raus. Ist eine bezaubernde Art der Reinigung, geht schnell. Aber wenn wir ein Fenster putzen, dann gehen wir auch nicht mit Lichtgeschwindigkeit über die Fläche, sondern eine ruhige Bewegung ist vernünftiger. Vor allen Dingen scheint es uns sinnvoll zu sein, dass man sieht, was passiert ist. Und wenn ich den Pfropfen nach vorn rausgeschossen habe, werde ich kaum mehr erkennen, was passiert ist. Also unsere Empfehlung, Reinigungskordel mit der Schlaufe, 4-5 Fäden, alle 500 Schuss und nichts anderes machen wir mit dem Lauf. Wo wir das Ding gerade noch mal liegen haben, dieser Lauf hier mit einer beschichteten Carbonröhre ist ohnehin relativ unempfindlich gegen jede Art von Verschmutzung, Feuchtigkeit, Handschweiß. Wenn man will, kann man hier mit einem Lappen mal drüber gehen, auch über die Aluteile, ist eigentlich aber nicht zwingend nötig. Wer einen Stahllauf hat, vielleicht sogar einen brünierten, könnte den beobachten, das heißt Feuchtigkeit, insbesondere Handschweiß, kann da schon mal zu irgendwelchen Effekten führen. Wenn das so ist, reicht aber auch der trockene Lappen, um den sauber zu halten. Auch da bitte kein Öl. Auch kein Öl unbedingt und niemals in den Absorber, in den Druckminderer, vor allen Dingen nicht auf den Abzug, denn da könnten die Klinkenüberschneidungen beim mechanischen Abzug sehr empfindlich reagieren und beim elektronischen Abzug sowieso niemals Öl. Das war's zur Reinigung mit dem Luftgewehr. Unkompliziert, nicht allzu häufig, preisgünstig und am besten als Routine nach jeweils 500 Schuss.